Einen schönen guten Tag. In diesem Video werden wir Ihnen eine Neuerung in Wabi Profi 3 vorstellen, und zwar in der Version 3.70.9.2.6, die ein Kunde explizit vorgeschlagen hat und die wirklich toll ist. An dieser Stelle vielen Dank an den Hinweisgeber. Es handelt sich um die Schlagwortsuche, die wir im Artikelstamm, in der Kasse und im Rechnungsmodul implementiert haben. Sie erhalten in diesem Video eine kurze Übersicht, wie das funktioniert und was es eigentlich ist. So, wir gehen mal in den Artikelstamm rein und wir klicken ganz klassisch auf Suchen. Wenn Sie die erweiterte Suche eingestellt haben, Sie erinnern uns, Sie können mit gedrückter Steuerungstaste auf Suchen klicken und die Standardvariante der Artikelsuche einstellen. Sie haben die Mega-Variante, die erweiterte Suche und die Standardvariante. Dieses Video betrifft nicht die Standardvariante, sondern die erweiterte und die Mega-Variante. So, wir sagen jetzt einfach mal übernehmen. Ich mache mal das Fenster ein kleines bisschen größer. Wenn wir uns einfach mal eines Beispiels bedienen, hier zum Beispiel. Wir haben hier einen Tierfutterlieferanten einfach mal gewisse Dinge importiert und selber dazu gebastelt, um eigentlich hier einen größeren Artikelstamm zu erhalten, den wir suchen können. Wenn Sie in der Vergangenheit nach offen und 1 Kilo gesucht haben, war das nicht möglich, insofern der von Ihnen gewünschte Suchbegriff natürlich genauso dastand. Offen, Leerzeichen, 1 Kilogramm zum Beispiel. Nun ist es aber möglich zu sagen, ich suche nach offen, naja, offen sollte man richtig schreiben, und danach 1 und danach 1 Kilogramm. Sehen Sie es? Dabei ist es jetzt nun Wabi Profi egal, ob jetzt seit Kilogramm, 1 oder offen, in welcher Reihenfolge das steht. Es könnte jederzeit in der Artikelbezeichnung Kilogramm 1 stehen und danach offen, würde auch gefunden werden. Das ist die sogenannte Schlagwortsuche, die wir wirklich ganz, ganz toll finden. Okay, das gleiche finden Sie natürlich auch in der erweiterten Suche. Wenn Sie mit der Taste Alt und dann auf Suchen klicken, können Sie hier diese erweiterte Suche, und da gilt das gleiche. Sie suchen hier nach offen. Und dann sage ich einfach mal Kilo 1, um das Beispiel mal wieder aufzugreifen. Ich klicke jetzt auf Suchen, dann haben wir genau das gleiche Ergebnis. Nur wir haben diese Wörter hier in dieser Schlagwortsuche natürlich vertauscht. Genauso verhält es sich, wenn Sie in der Kasse hier auf Suchen klicken, dann fällt sich hier genauso, na komm, offen, naja, wenn man es richtig schreibt, wir schreiben Kilogramm und 1, so. Oder Sie würden sagen 1 Kilogramm, genau das gleiche. Und genau diese Suche ist natürlich auch in der Rechnungskasse implementiert, hier im Rechnungsmodul, wenn Sie hier auf Suchen klicken. Da ist auch diese Schlagwortsuche integriert. Wie gesagt, tolles Feature, kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Und nun ist es natürlich wesentlich einfacher, einen Artikel, von dem man nicht genau weiß, wie er heißt, zu finden. Denn Sie könnten sagen, ha, ich weiß, das ist Holz. Es ist der Artikel irgendwas mit Holz und 60 mal 30. Dann könnten Sie hier sagen 60 mal 30. Danach geben Sie Holz ein und schon finden Sie das, was Sie suchen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Feature bereitet Ihnen Freude und erleichtert Ihnen die Arbeit und würde mich natürlich über ein positives Feedback sehr freuen. Einen schönen Tag noch. Tschüss!